Eri hun sersera serçava hatın Euro bername ki taybet bibe jibo me u jibo müzika barok u jibo müzika Kurdistani biri u Isfahan u eme hine ki bi avaye ki nu müzika xwe peşwe peşteriya ve bikin u Euro hevalimin cemin pirs pasiya vidkin hun xeyru hoşiye da hatın. Sersera serçava. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, wir begrüßen Sie sehr herzlich in diesem außerordentlichen Konzert, denn zusammen mit Ihnen wollen wir auf eine Reise gehen, die vor 400 Jahren, nämlich im Jahr 1635, stattfand. Eine große Delegation reiste von Deutschland per Schiff, später mit Schlitten, Pferden und Kamelen über Russland nach Persien zur damaligen Hauptstadt Isfahan. Für uns das Besondere an dieser Unternehmung war, es waren auch Musiker mit dabei. Deshalb hören wir neben dem Reisebericht auch die Musik, die damals gespielt wurde. Das ist eine sehr spannende Sache, mit nachzuvollziehen, wie verschiedene Kulturen aufeinanderstoßen. Wir wünschen Ihnen und uns eine gute Reise. Das war schon eine wahrhaft ungewöhnliche Reise, die der Herzog Friedrich von Gottorf damals im Jahr 1635 veranstaltete,
eine Reise, die uns heute gerade mal 3 Stunden Flug und ein wenig Jetlag kosten würde, die dauerte damals viele Jahre, war von Schiffbruch, Schießereien und schweren Krankheiten geprägt und kostete, wenn man das mal so sagen kann, ausgerechnet dem Gesandten und Reiseschatzmeister im wahrsten Sinne den Kopf. Das war das Ziel, über den Seeweg durch die Ostsee nach Reval, dem heutigen Tallinn, von dort über Land nach Moskau, dann wieder per Schiff die Wolga entlang durchs Kaspische Meer nach Persien, schließlich per Kamel in die damalige Hauptstadt Isfahan, wo sie hofften, durch das Aufnehmen von guten diplomatischen Beziehungen zum Scheich Sefi eine neue Handelsroute nach Indien aufzumachen. Aber es fing schon mit einem schweren Auffahrunfall an. Nachdem für diese 120 Mann starke zusammengestellte Reisegruppe, es handelte sich fast um einen kleinen kompletten Hofstaat mit Gesandten an der Spitze nebst Kammerherrn und einem Arzt, mit Köchen und Silberschmieden, mit einem Geistlichen und sogar 6 Musikern. Nachdem also extra für diese Reise ein funkelnagelneues Schiff bestiegen worden war, stellte sich leider bereits im Hafen von Lübeck-Travemünde heraus, dass der angeheuerte Kapitän ebenso neu und unerfahren war wie das Schiff selbst. Er verhedderte sich und die Segel mit den Masten der übrigen Schiffe und rammte und beschädigte diese und sein eigenes Schiff so sehr, dass man sich nur mit größter Mühe befreien und die Seile entwirren und schließlich schwer versehrt in See stechen könnte. War es nun ein unglücklicher Beginn einer doch erfolgreichen Reise oder stand die Reise an sich unter einem schlechten Stern? War es gerade vielleicht eine Strafe Gottes? Thank you.
trieben also in die See bei sehr ungestümem Wetter. Den Abend um 10 Uhr zerbrach mit erschreckenden Krachen der große Mast und schlug über Bord, gleich auf und über unsers Medizi-Schlafstelle. Ein Bootsmann, welcher zu seinem Unglück auf dem Überlauf stund, ward durch ein Tau da niedergeschlagen, dass ihm das Blut zur Nasen und Ohren herauslief und den dritten Tag sich kaum wieder besinnen und aufrichten konnte, musste sein Leben darüber aufgeben. Der abgebrochene und noch an etlichen Tauen hangende Mast stieß grausam gegen das Schiff. In dem erhob sich aus Südwest ein so erschrecklicher und unerhörter Sturm gleich einem Erdbeben, als wann er Himmel, Erd und See über einen Haufen stürzen wollte. Es sausete und brausete heftig in der Luft. Das Schiff wurde von der See zum Oftern gleichsam verschlungen und wieder ausgespien. Wir segelten also zwischen Furcht und Hoffnung, Tod und Leben hin. Und weil es ja allem Ansehen nach um unser Leben sollte getan sein, ergab sich zwar ein jeglicher Drein und schickte sich an zu sterben. Da brach aus ein Winseln und Weheklagen. Da hieß es Te Deum Laudamus, und aus der Tiefen ruf ich Herr. Als unser Pastor im Gesang auf die Worte kam, heut seind wir frisch, gesund und stark, morgen tot und liegen im Sarg, antwortet ein anderer, ach, diese Glückseligkeit kommt uns nicht zu. Morgen schwimmen vielleicht unsere Körper um die Klippen. Sie kommen schließlich doch noch mit dem Leben davon und erreichen Reval, die heute estnische Hauptstadt Tallinn, wo sie sich erst einmal für 3 Monate erholen und wieder zu Kräften kommen. Im Februar 1636 ziehen sie weiter, nun aber auf 60 Schlitten
über Land Richtung Moskau und überqueren bei der Stadt Navra die russische Grenze. Dort begegnen sie einem Gesandten des Zaren. Da kamen die Russen und brachten aus des Großfürsten Küchen und Keller allerhand Viktualien und Getränke. Es ward hernach auch täglich, solange wir in Muskow lagen, unsere Küchen und Keller von ihnen wohl versorget, als nämlich täglich mit 62 Brot, ein Viertel vom Ochsen, 4 Schafe, 12 Hühner, 2 Gänse, 1 Hasen oder Berghuhn, 50 Eier, 10 Kopeken für die Lichte, 5 Kopeken in die Küche. Wöchentlich 40 Pfund Butter, 1 Pude Salz, 3 Eimer Essig, 2 Schafe und 1 Gans. An Getränke täglich 15 Kannen für die Herren und Hofjunkern, worunter 3 der kleinsten mit Branntewein, 1 mit spanischen Wein, 8 mit allerhand Met und 3 mit Biere. Zu diesem ist vor das Volk gebracht 1 Fass Bier, 1 Fässlein Met und noch 1 klein Fässlein mit Branntewein. Man ließ es sich also gut gehen und es wurde oft und ausgiebig gefeiert. Eins der Besonderheiten des Reiseberichterstatters Olearius sind ja seine genauen Beschreibungen der fremdländischen Menschen. Was die Russen selbst betrifft, seien dieselben ingemein von Natur am Leibe und Gemüte große, dicke, starke und harte Leute,
welche viel von großen Bärten und dicken Bäuchen halten und die damit begabet seind, bei ihnen in gutem Ansehen. Die gemeinen Leute seind unter sich sehr zanksüchtig und empfindlich, keifen und beißen auf den Gassen miteinander als alte böse Weiber, können mit ungestümen Worten und Rufen aufeinander zufahren, dass einer meinen sollte, jetzt würden sie einander in die Haare fallen. Bei Auslassung ihres Zorns und Zankes gebrauchen sie sehr schandbare, abscheuliche Reden und Anwunschungen, die nicht alleine alte Leute gegen Fremde, sondern auch gegen ihre Kinder und die Kinder hinwiederum, wenn sie auch kaum reden können, gegen ihre Eltern gebrauchen. Das Weibesvolk, wiewohl es von Natur wohl proportioniert und die meisten von Angesichte und Haut zart und schön seiend, schminken sich doch fast alle, und zwar so grob und merklich, dass sie aussehen, als wenn einer mit einer Handvoll Mehl über das Angesicht gefahren und mit einer Pinsel die Backen rot gemalet hatte. Hier begegnen sie auch den sogenannten Skomorochen. Es sollen bisweilen die herumschweifenden Komödienspieler im Tanzen gar den hintersten und weiß nicht was mehr entblößen. Es pflegen auch solche abscheulichen Dinge die Bierfiedler auf öffentlicher Straße zu singen, etliche dem jungen Volke und Kindern in seinem Künsten oder Puppenspiel ums Geld zu zeigen. Die orthodoxe Kirche beobachtete das Treiben der Skomorochen mit Argwohn. Ihr Missfallen galt vor allem den Musikinstrumenten. In der Kirche wurde damals nur einstimmig gesungen und die satanischen Lieder sowie das Brummen, Klimpern und Schlagen der Instrumente galt ihr als sündhaft. Die Verteufelung der Skomorochen durch die Kirche gipfelte im Pogrom. Genau als unsere Delegation auf dem Rückweg durch Russland war, wurden Hunderte von Spielleuten in der Moskwa ertränkt. Nachdem auch der Politik Genüge getan war durch verschiedene Audienzen beim Zaren Michail Feodorowitsch in Muskow auf dem Schlosse Kremelina, also in Moskau im Kreml, geht es nun wieder zu Wasser weiter. Es wird eigens ein großer Segeldreimaster mit zusätzlich 400 Ruderriemen bestückt und einem besonders flachen Rumpf neu gebaut, damit man hiermit die Wolga herab Richtung Kaspisches Meer fahren kann. Nachdem wir unser Schiff klar gemacht hatten, machten wir uns auf, unangesehen, dass der Wind uns kontrari war, und lavierten davon. Wir waren aber kaum von der Stadt kommen, erreichten wir schon Grund und blieben sitzen. Was also von Neuem mit frischem Mut begann, stellte sich wiederum als extreme Herausforderung dar. Etliche Male lief das Schiff auf Grund oder kam in schwere Stürme. Dazu wurden sie immer wieder
der Gefahren von räuberischen Überfällen ausgesetzt, denn besonders die Tataren nutzten ihre überlegene Ortskenntnis, um der deutschen Delegation aufzulauern. Auf der anderen Seite erregte das Schiff großes Aufsehen und immer wieder kamen Leute an Bord, um sich diese exotische Reisegruppe von Näherem anzusehen. Und hier fand natürlich auch kultureller Austausch statt. Als der Fürst Mussal sich anmelden ließ, wurden, nachdem die Trompeter geblasen, in der gesamten Kajüte die Musik gespielt. Als sie bei guter Lust unsere Musik eine Weile mit angehöret hatten, baten sie, dass man ihnen vergönnen möchte, auch ihre musikalische Instrumente herbringen zu lassen, welches waren Schalmeien und Heerpauken. Die Pauken hatten sie gebrannt in Form ablängigter, größerer Töpfe. Sie führten einen wie wohl fremden, jedoch geschickten Schlag von allerhand Lektionen und ziemlichen Geschwindigkeit. Dieses ungewöhnliche Schiff erreichte und überquerte schließlich das Kaspische Meer. Was soll ich sagen, Sie ahnen es schon, auch diese Schifffahrt endete in der totalen Katastrophe. Der tückische Wind und die kurzen Wellen wurden ihm zum Verhängnis. Alles zerbrach und wurde zerstört und man war am Ende froh, überhaupt noch mit dem Leben davongekommen zu sein.